Was ein wunderschöner Tag, der perfekte Tag, sich auf den Balkon zu legen, eine Cola zu schlürfen und ein Donut zu essen. Oh ja, das muss ich jetzt unbedingt machen. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, liebt ihr auch so sehr die Sommertage wie ich? Das ist einfach nur Entspannung pur und viel schöner als die eiskalte Kälte. Oh, was ein wunderschöner Tag. Warte mal, ist das da nicht Mama? Und warum gibt die alte Dame ihr Geld? Das verstehe ich nicht. Oh, mach dir um Geld keine Sorgen. Ich gebe dir so viel Geld, wie du brauchst, einfach damit du das Kind von mir fernhältst. Du weißt doch, wie die Situation ist. Ja, 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 solange das Geld fließt, passe ich doch eigentlich gerne auf die Kleine auf. Freunde? Was reden die denn da? Ich hab nur irgendwas von Fernhalten gehört. Aber was meinen die denn mit Fernhalten? Ich verstehe das nicht so ganz. Freunde, was denkt ihr? Worüber reden die beiden? Warte mal, geht sie jetzt etwa weg? Oh Mist, dann muss ich wohl Mama darauf ansprechen. Emily, möchtest du etwas von mir? Oder warum stehst du hier so? Naja, ich hab dich gerade mit dieser alten Dame gesehen. Und ich frag mich, wer war die? Und warum hat sie dir Geld gegeben? Und was habt ihr über Fernhalten geredet? Ich verstehe gar nichts mehr. Bitte erklär mir das. Emily, du weißt doch, du sollst deine Nase nicht überall reinstecken. Ich hab halt auch meine Privatsphäre. Ganz genau. Ich hab halt ein kleines Geheimnis, weißt du? Oder ich würde eher sagen, eine Überraschung. Ja, ja, aber musst du nicht in die Schule? Es ist doch schon ziemlich spät, oder nicht? Ziemlich komisch. Naja, du hast recht. Ich muss jetzt in die Schule. Aber wir reden noch mal darüber. Oh Mann, ich hab mir wirklich die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht. Aber zum Glück ist Sina da. Sag schon, was ist los? Ich sehe schon an deinem Gesicht, dass dich wieder irgendwas bedrückt. Los, raus mit der Sprache. Oh Mann, ist ja schon gut. Aber ich weiß gar nicht, wie ich dir das erklären soll. Okay, hör mir genau zu. Heute Morgen war da eine alte Frau und diese alte Frau hat meiner Mutter Geld gegeben und meine Mutter konnte mir nicht erklären, wofür das war. Die hat sich einfach die ganze Zeit rausgeredet. Was? Deine Mutter ist also eine Geheimagentin? Wie cool! Oder vielleicht ist sie auch ein Mann? Oder vielleicht ist sie ein Zombie? Oh, Emily, deine Mutter ist wirklich super cool. Oh Mann, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Aber das hört sich nicht plausibel an. Ich glaube, da steckt viel mehr hinter. Ich glaube, meine Mutter hat ein dunkles Geheimnis. Und ich werde das auf jeden Fall herausfinden. Oh, wie abgefahren. Und Emily, ich werde dir auf jeden Fall dabei helfen. So, Mädels, reicht jetzt mit den Gesprächen. Ab in den Unterricht. Oh Mann, da ist sie ja schon wieder. Und warte mal, sie gibt meiner Mutter wieder etwas Geld. Oh, was soll ich denn jetzt machen? Los, Emily, jetzt verfolg sie schon. Du wirst es sonst niemals herausfinden. Oh, verfolgen? Oh Mann, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber ich kann sie ja mal belauschen. Oh, wie kann es sein, dass die Kleine so viele Fragen darüber stellt? Muss ich dir etwa noch mehr Geld geben, damit du sie dazu kriegst, die Klappe zu halten? Das kann doch nicht sein. Kannst du sie etwa nicht im Rahmen halten? Oh Mann, wie viel Geld muss ich dir denn noch geben?
Oh Mann, was kann ich denn jetzt dafür? Und was soll ich dagegen machen? Du möchtest dich doch immer vor unserem Haus treffen. Dann ist es doch wohl klar, dass sie es irgendwann mitbekommt. Oh, jetzt werd nicht frech, Kleine. Ich bezahl dich immerhin dafür. Und stell dir vor, du kommst zu mir und die Kleine verfolgt dich. Das würde alles kaputt machen. Oh nein, jetzt kriegt die im Griff und ich möchte hier nicht mehr so oft auftauchen. Ja, ist ja schon gut. Aber wir sollten demnächst das Geld lieber per Post schicken. Oh, ansonsten findet die noch irgendwann heraus, dass du ihre Oma bist. Oh Mann, was haben die da gesagt? Ich bin doch immer total nett. Wie reden die denn über mich? Und was war das, dass ich herausfinde, dass sie meine Oma ist? Also ist das die Mutter von Mama? Aber warum darf ich sie dann nicht kennenlernen? Das verstehe ich nicht so ganz. Warte mal, geht sie etwa wieder? Oh, ich muss sie verfolgen. Oh Mann, wo rennt sie denn jetzt hin? Sie hat wirklich noch einen schnellen Schritt drauf, dafür, dass sie schon weiße Haare hat. Und wenn sie doch meine Oma ist, warum habe ich sie denn noch nie kennengelernt? Wow, sag mir jetzt aber nicht, sie rennt zu dieser krassen Villa da oben. Das ist ja abgefahren. Ich habe eine reiche Oma. Aber wer ist jetzt diese Frau da hinten? Habe ich etwa noch eine Tante? Na, Tochter, wie geht's dir denn heute so? Du siehst ein bisschen betrübt aus. Na, wie soll's mir denn schon gehen? Irgendwas fehlt in meinem Herzen, aber ich finde einfach nicht was. Und sag mal, warum bist du denn eigentlich momentan so oft weg? Was machst du eigentlich? Oh Mann, warum stellst du immer so viele Fragen? Du weißt doch, ich mag das nicht. Oh Mann, ich verstehe wirklich kein Wort. Ich muss irgendwie näher rankommen. Oh, Emily, was machst du denn hier? Warte mal, Emily? Also weißt du meinen Namen? Das heißt, du bist wirklich meine Großmutter. Habe ich doch richtig gehört. Was? Großmutter? Aber ich bin ihre einzige Tochter. Das bedeutet, du, Emily, du bist meine Tochter? Oh Mann, all die Jahre habe ich versucht, dich von meiner Tochter fernzuhalten, weil du ihr nicht gut tun würdest. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Du hast die Nase wohl überall drin. Und ja, Tochter, es stimmt, das ist deine Tochter Emily. Das bedeutet, sie ist nach ihrer Geburt nicht gestorben. Nein. Ich habe sie abgegeben, aber nur für dich. Ich wollte, dass du dich auf dich konzentrierst und deine Schule zu Ende machst und dass aus dir was Gutes wird. Oh Mann, Emily, ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, du bist tot. Mir hat immer etwas gefehlt in meinem Herzen. Aber jetzt habe ich dich dank deiner Neugier wieder. Ich bin dir wirklich so dankbar. Du bist mir einfach aus dem Gesicht geschnitten. Oh Mann, ich bin auch wirklich so froh, Ich bin auch endlich so froh, jemanden zu haben, der mich wirklich aufrichtig liebt. Denn bei meiner Adoptivmutter hatte ich immer das Gefühl, dass sie mich eigentlich nicht mag. Und jetzt habe ich ja die Antwort. Sie hat immer Geld dafür bekommen. Und sie verlangt immer noch Geld dafür, dass sie kein Kind mehr hat. Oh Mann, aber trotzdem ist es so schade, dass uns das jahrelang nicht gewährt wurde, uns zu sehen. Aber trotzdem bin ich jetzt wirklich überglücklich. Aber Freunde, falls euch dieses coole Brookhaven-Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und tschüss.